Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 2205. Es geht weiter. Wir gehen zum dritten Mal in die obere Konfliktzone. Dieses Mal auf der Schwierigkeit Experte. Das heißt, wir werden Schiffe verlieren. Es wird dramatische Szenen geben. Wir werden untergehen. Nein, aber schlussendlich wird der Feind doch wieder ins kalte Wasser beißen. Nein, ins kältere Gras auf der guten Eisscholle. Ja, wir haben die Cinematic jetzt auch schon zum dritten Mal gesehen. Und der Auftrag ist immer noch der gleiche und die Aufgaben sind auch immer noch der gleiche und die gleichen. Und jetzt lasst mich hier die wegbomben. Och Gott. Unsere Flotte ist derweil ein wenig gewachsen. Wir haben immer noch keine Möglichkeit, da einen Shortcut für zu setzen. Hurra. So, wir nehmen diese ganzen Aufträge schon mal an. Wellenmine, Geschusel, Container sammeln. So. Was ist das? War das Minen? Ich hoffe nicht. Stufe 51, aha. Gut. Einfach so nebenbei mal. Wellenmine. Ach Gott. Oh Mann. Wer schießt da? ETF. Ja, das ist natürlich sehr geil. Ja, Leute, was ist hier los? Wieso habe ich keinen Treibstoff? Micromanagement hier. So. Weg da. Wir müssen jetzt ein paar von den Schiffen hier mal versenken, damit wir Treibstoff kriegen, damit wir uns reparieren können. Direkt am Anfang das erste Schiff zu verlieren, ist natürlich jetzt auch eine Meisterleistung gewesen. Oh Mann. Die Schiffe halten jetzt echt gar nichts mehr aus auf der Stufe. Ach komm! Als Sekundärschaden. Direkt verkackt. Jawohl. Oh Mann, war das schlecht. Komm, Alter, ganz ehrlich. Die Schiffe halten ja jetzt gar nichts mehr aus. Also wirklich gar nichts. Gott sei Dank war das Unterstützungsflotte. Treibstoff. Ich sehe schon alles untergehen. So. Ach komm, jetzt haben sie die Treibstoffkosten dafür auch noch erhöht, oder? Ja, dann müssen wir die Schiffe jetzt mal anderweitig schützen. Das ist ein Graphenlager, das können wir einfach versenken. Dann können wir mal kurz die Kisten einsammeln. Dann können wir einfach mal nicht nur kurz, sondern längerfristig da mal ein bisschen Radau starten. So, wir müssen jetzt uns retten und reparieren. Fahrt, Fahrt, los, Fahrt, 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 Fahrt. Oh, nee, ey. Ich hab's genau 5 Treibstoff schon wieder. Ja, komm, wisst ihr was? Versenkt das da einfach. Oder nicht versenkt, sondern schießt es ab. Hoffentlich droppt das noch ein bisschen. Nein. Gut. Ich hatte auf Treibstoff gehofft. Ich hoffe mal, dass ich jetzt die Schiffe von da unten nicht anlocke. Vor allem hoffe ich, dass der Endgegner jetzt da oben bleibt, wo er ist. Wobei, eigentlich habe ich jetzt schon verkackt, merke ich gerade. Die einzige Möglichkeit, jetzt hier noch an Treibstoff zu kommen, ist, wenn ich die hier versenke. Echt glorreiche Idee. Ja, Schiff verloren. Geil. Muss man hier echt noch richtig taktisch werden. Das ist ja schrecklich. Jetzt habe ich noch einmal Treibstoff gekriegt. Ja, was soll ich da jetzt machen? Selbst dieses große Schiff hält nichts aus.
Und Schaden machen sie auch keinen. Verlieren sie 10 Schiffe. Hurra. Was passiert wohl, wenn ich alle Schiffe verliere? Ah, ich werde es ja gleich herausfinden. Glacier und Titan. Ja, der Titan ist eigentlich das allerstärkste Schiff von allen, was wir haben. Ja, okay, der steht natürlich jetzt unnötigerweise unter Doppelbeschuss noch von dem Turm, glaube ich. Nee, es war gar nicht der Turm, es war das Schiff, was daneben stand. Ja. Dass man die Flotte aber auch selbst nicht zusammenstellen kann. Damit man das irgendwie an seinen Spielstil anpassen kann oder so. Das geht halt alles nicht. Es ist halt so, nimm diese Flotte und wenn du es damit nicht schaffst, hast du halt verkackt. Ja, der eine muss jetzt tanken, weil wenn der andere jetzt noch einmal getroffen wird, ist er halt weg. Toll. Ja, jetzt hat er den anderen anvisiert. Jetzt geht das Schiff kaputt, oder? Nein, ich konnte auch ausweichen. Das versucht man mit 6 Schiffen gleichzeitig, dass er dann noch ausweist. Gegenüber den Schiffen, die da runterfallen. Ja, komm! Neben ihm im Wasser, bumm, weg. Jetzt habe ich nur noch das eine Schiff. Und die EMP-Welle, die wird es jetzt richtig bringen wahrscheinlich. Die wird es jetzt richtig bringen. Oh Mann. Ja, da steht der Endgegner. Ich habe keine Items. Ich könnte da mal rüberschießen, aber ich habe hier noch diese duseligen Abwehrtürme an der Seite. Die kann ich wahrscheinlich mit dem Schiff auch nicht outrangen. Oh, guck mal. Oh Mann, ist diese Mission frustrierend. Ja, was will ich jetzt machen? Sonst. Schiff gleich versenken, habe ich verkackt, ist halt so. Mal gucken, ob der Turm zuerst stirbt oder ob erst mein Schiff stirbt. Wahrscheinlich stirbt mein Schiff. Nein, es stirbt beides. Ah, Gott, ist das nervig. Es ist so nervig. Ich hätte wahrscheinlich allenfalls hier die Dings, die Wellenmine 5-mal verwenden sollen, damit ich diesen Auftrag gekriegt hätte. Militärstufe. Braucht man teilweise absurd hohe Werte. 17, glaube ich, war das. Nee, Turtle. Ja, Glacier hatte ich am Ende noch. Glacier ist... Der hier wäre das. Dafür bräuchte ich auch schon 16. Wie soll ich denn das dann schaffen? Du kannst ja gar nicht mehr leveln, wenn du die, den Krisensektor verkackst. Aber wenn du den einmal verkackt hast, dann wird er erstmal ausgeblendet. Ah gut, du kannst ihn aber noch auf leicht stellen wieder. Aber wenn ich es jetzt auf leicht stelle, wird das dazu führen, dass die... Pass auf. Dann wird der Sektor weiter da bleiben. Oder wenn ich dann einmal eine gemäßigte Zone geladen habe, dann ist der Krisensektor gleich wieder rot und sagt, ja, hier, komm, mach mal. Und dann ist das Problem, dass der Typ wieder jedes Mal vorbeikommt und mich daran erinnert, dass ich ja diesen komplett schwachsinnigen Krisensektor noch zum 15. Mal machen soll. Because of fuck you. Ja? Ja. Dass man dann auch nicht skippen kann. Wer hat sich das überlegt? Was ist mit dir? Ich glaube, die Dialoge kann man skippen. Ah, ja, das war eins zu viel. Aber sonst... Okay, sie haben die Kosten doch nicht erhöht. Das kam mir nur so vor, weil nichts davon gedroppt ist. Oder so ungefähr nichts. So. Und da raidest du nämlich jetzt so durch. Das ist halt richtig lächerlich. So. Ärzte finden... EM-Dinger da vorbeibringen. Wellenmine verwenden. So, gucken wir mal kurz hier über die Inseln. Da, Stein, Stein. Harry Proper und ein Stein. Nein, da war doch. Da ist er. So. Ja, ist jetzt mal gut. Da marschieren wir jetzt so durch. Den einen Auftrag haben wir damit ja jetzt schon direkt erfüllt. Dann können wir gleich noch ein paar Mal Wellenmine spammen und dann hat sich das auch schon erledigt. Achso, und wir brauchen noch 2 EM-Impulse. Ach ja, hier, versenkt die mal bitte kurz da. So.
Das ist halt so lächerlich, die Diskrepanz zwischen den Schwierigkeitsgraden ist halt wirklich extrem. Also gerade von dem vorletzten zum letzten. Gut, ich meine, wenn es nur drei gibt, dann muss er halt auch eine Abstufung haben, aber irgendwie, weiß ich nicht. Das ist halt schon ein bisschen, da muss er halt schon sehr taktisch denken dafür, dass es eigentlich nur ein Kampf ist in Anno. Würde ich jetzt mal so sagen. Ach, nee. Da haben wir den nächsten EM-Impuls. Ja, komm, zerreiß die mal kurz. So, dann fahr da durch, dann können wir den Auftrag erledigen. So, hier, komm, fahr mal da vorbei. Können auch von mir aus den direkten Weg fahren. Wird ja eh nichts passieren auf der Schwierigkeitsstufe. Wir haben auch genug Treibstoff, um dann einfach nochmal so ein Yodo-Repair zu machen auf dem Weg. Ach ja, das ist ja schon direkt hier. Aber ich schätze mal, dass man sehr, sehr langsam levelt, wenn man auf den niedrigen Schwierigkeitsstufen dann spielt. Ja, liefer ab. Das hast du gut gemacht. Reibungslos. Griss und Keks. Ich repair mal kurz. So. Ja, guck mal da. Das, der hält dann halt gar nichts aus. Also generell eigentlich dann hält alles nichts aus quasi. Das ist halt schon bitter. So, kommen hier Wellenmine. Ja, die Schiffe sind schneller kaputt, als ich die Wellenmine dann noch einsetzen konnte. So, Wellenmine. Wahrscheinlich kann ich auch da Wellenmine einsetzen. So. Habe ich das jetzt schon? Ne, dreimal habe ich es jetzt eingesetzt. So. Wellenmine. Repair. Nochmal eine Wellenmine. Peng. Oh, hier sind noch Sachen, die ich einsammeln kann. Achso, es waren 5, es waren gar nicht 3. Ja, dann habe ich jetzt direkt mal alles erfüllt. Gut, dann ist das so. So, Nuklearschläge und hast nicht gesehen. Ist gut jetzt. Ja, Stufe 11. Schön. Der Monsoon. Ja, komm. Die Credits kann ich eh zu nichts anderem verwenden. Oder für nichts anderes. Master Turtle, Master Titan, Stufe 15 braucht's dafür. Das ist interessant. Ich kann auch jetzt eigentlich einfach nochmal in die Konfliktzone reingehen, wenn die nicht rot markiert ist. Aber wahrscheinlich ist sie gleich wieder rot markiert, wenn ich einmal ein anderes Gebiet geladen habe und dann wieder auf die Karte gehe, dann sind die garantiert wieder rot markiert und er weist mich nochmal darauf hin, dass ich jetzt doch bitte sofort zum 20. Mal in diese Konfliktzone reinlaufen sollte. Ja, komm, geh mal da rein. Es ruckelt kurz. Wir haben keine übermäßige Mangelversorgung von irgendwas. Wir gehen wieder nach oben. Aha. Interessant. Laden wir mal einen anderen Sektor. Vielleicht muss ich das Spiel auch erst wieder neu starten, damit es geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es sehr oft passiert, dass man dann wieder in diese dusseligen Konfliktzonen muss, offenbar. Ah, oh, Klappe jetzt. Das ist auch so. Ja, übrigens, ich bin da zum Handeln. Jedes Mal, wenn du auf die Arktis klickst. Hey, ich bin da zum Handeln. Das erinnert mich an diesen Annoying Orange. Das ist so Annoying Trottelhändler da. Hey, Spieler, ich will handeln. Und dann so, wie wär's mit halt die Klappe? Achso, hier übrigens das Schiff. Können wir auch mal zu der Kackbohrinsel fahren. So, haben wir hier noch was, was wir machen können? Ich glaube nicht. Hier ist ja erstmal alles soweit zufriedengestellt. Und wir sind immer noch mit Abstand die größte Firma. Ah, die Abstände zwischen den
Stufen wären mittlerweile größer, aber irgendwie erhöht das auch nur das Kontolimit. Ich weiß auch gar nicht genau, warum man sich überlegt hat, dass man unbedingt ein Kontolimit braucht. Kontolimits haben mich schon in Far Cry richtig abgefuckt. Weil es da auch schon komplett schwachsinnig war. Was ist hier los? Wieso habe ich da jetzt so eine komische Mangelversorgung? Hä? Sortiere Daten. Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Warum sinkt meine Arbeitskraft? Warum ziehen meine Angestellten aus? Was ist hier los? Gut, ich wollte Ihnen sowieso meine Studien zeigen. Keine Qubit-Prozessoren? Ach fuck, ich habe vergessen, die Diamanten nachzustellen. Ja, das hätte ich mal machen sollen. Objektprofil wird aktualisiert. Dann wird jetzt nämlich gleich auch wieder funktionieren, wenn wir wieder Diamanten haben, weil bisher wurde das wahrscheinlich aus dem Lager gespeist und deswegen hat das funktioniert. Und es lädt. Jawohl. Aber die Konfliktzonen kamen bisher nicht wieder. Das finde ich gut. So, ich hatte doch... Hatte ich das hier nicht als Diamantenmine aufgetan? Nein? Okay, dann ist es jetzt die Diamantenmine dafür. So, das hat gereicht. Interessant. So. Alles wieder gut. Schön. Ja, aber ich denke, an dieser Stelle... Ach, nee. Ich glaube, ich kaufe den Leuten hier die Sektoren weg. Wer von denen nervt mich da am meisten? Die Mare Relictum. Die Orbital Watch ist eine Gefahr für... So, nachdem der Kamerarundflug da gleich beendet ist, von dem neuen Gebiet werde ich dann auch die Folge an der Stelle beenden. Dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Die Konfliktzone haben wir jetzt hoffentlich erstmal längerfristig vom Hals. Mond! Beeindruckender Krater, als wäre er mit einem Zirkel gezogen worden. Die Mondlandschaft hat schon was für sich, keine Frage. In der Zeit der ersten Welle gab es Bestrebungen, aus diesem Sektor eine Touristenattraktion zu machen. Sie wurden nie umgesetzt, wie Sie sehen. Und jetzt können Sie dieses Projekt wiederbeleben. Vielleicht finden Sie eine gut vernetzte Person, die einsteigen will. Sektorprojekt Tourismus? Kraterhotel. Lichtshows. Aha. Interessant. Gut, dass Sie da sind. Ich habe einen Job. Ach, nehmen wir mal irgendeinen Kram an hier. Wobei Iridium jetzt nicht gerade das Mineral oder Material wäre, was ich irgendwie brauchen würde. Aber hey. Wir haben gar keine Weltmarktrouten. Ich glaube, braucht man auch irgendwie nicht. Docks. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht? Ja, kann man Schiffe upgraden, braucht man eh nicht. Ist total überflüssig. Gewählt haben wir. Ja, damit verabschiede ich mich aber für dieses Mal und ja, damit bis dahin.